Ja, ich freue mich, wieder mal in Riga sein zu dürfen, in Lettland. Als die Jurate Lemke mich von der Außenhandelskammer Baltikum angerufen hat vor ein paar Monaten und mir gesagt hat, dass ein Pilotprojekt gestartet wird, wo gewisse Gebäude, die mit deutschen Produkten in Lettland oder im Baltikum gebaut wurden, eine Auszeichnung bekommen, weil ich mich sehr gefreut habe, auch sofort meine Teilnahme bekundet und habe gesagt, okay, das unterstütze ich. Mit dem Fluch, das hat zum Glück noch recht kurzfristig geklappt und deswegen freut es mich, Ihnen nochmal Reiko Bautechnik etwas näher vorzustellen. Ich persönlich bin Export Manager, Area Sales Manager und verantwortlich unter anderem für das Baltikum. Und bin heute zusammen mit meinem Partner, mit dem Herrn Slokenberg, hier, der in 14 Tagen ein offizieller Reiko-Partner für das Baltikum wird und unsere Produkte hier verwendet bzw. schon verwendet hat. Aber da gibt es gleich im Anschluss nochmal die Möglichkeit, dass sie Ihnen das eigenständig erklärt und dann auch in der Landessprache, ohne dass Sie, dass wir die Übersetzer gebrauchen, die, denke ich mal, einen sehr guten Job bis jetzt gemacht haben. Auf der ersten Seite hier sehen Sie unsere Hauptverwaltung, das ist unser Head Office in Pfaffenhausen. Das liegt im Unterallgäu, in Bayern. Reiko Bautechnik ist ein Systemhaus, was Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Österreich, Russland, Schweiz und England unterhält. Und unter anderem Partner hat in China, Südkorea, Kanada, Australien und jetzt neu auch in Lettland. Wir sind ein Systemhaus für anspruchsvolle Architektur. Viele Projekte, die ich Ihnen nachher zeigen werde, im Anschluss an ein paar Punkte, was unser Haus macht, die werden Sie wiedererkennen. Wir sind ein Systemhaus für Glasfassaden, Glasdächer, Fenster, Türen und Wintergärten. Unsere Profile sind einsetzbar für Stahl-, Holz- und Aluminiumkonstruktionen, sowohl in der Fassade als auch im Dachbereich. Hier sind es ein paar Schritte, die man sehen kann. Also wir sind seit 21 Jahren auf dem Markt. Sie finden zwar hier 1995, aber das hat dann doch 3 Jahre gedauert, bevor das erste System marktreif war und es präsentiert werden konnte. Und das war unsere Stahlfassade. Auf dem Bild rechts sehen Sie das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Das ist einer der Projekte, die mit Reiko umgesetzt wurden in Deutschland. Aber nach 95 weltweit etliche Projekte dazugekommen sind. Hier sind ein paar Milestones nochmal in der Geschichte von Reiko, damit möchte ich Sie aber nicht langweilen. All diese Präsentation ist auch im Nachhinein auf der Seite der Außenhandelskammer abrufbar. Meine Kontaktdaten finden Sie auch auf unserer Webseite, natürlich reiko.de. Und wenn jemand Interesse daran hat, kann er sie natürlich auch im Nachhinein bekommen. Reiko Bautechnik ist ein Systemhaus, was einen modularen Aufbau hat. Das heißt, unsere Systeme können gemischt werden. Das heißt, ich kann eine Aluminiumfassade mit einem Pfostenriegel verwenden. Ich kann eine Stahlfassade mit einem Holzriegel oder mit einem Aluminiumriegel verwenden. Das heißt, ich kann einen Materialmix beginnen, weil die Dichtungsebenen, da geht es jetzt ein bisschen in die Technik, immer auf der gleichen Ebene sind. Das bedeutet wiederum für den Verarbeiter oder für den Architekten mehr Planungsfreiheit. Das heißt, er kann dort wirklich, sage ich mal, verschiedene Materialien einsetzen. Und wir sind auch in Kanada tätig und dort sind alle öffentlichen Ausschreibungen, die wir zurzeit bekommen oder die unser Partner bekommt, immer gemünzt auf Timber First. Das heißt, auch da geht es um energiesparende Maßnahmen, um Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen, wie mein Vorredner eben gesagt hat. Und da achtet man schon darauf, dass dort auch Materialien aus dem Land eingesetzt werden. Das heißt, Holz, da wo Holz vorhanden ist, wird auch Holz eingesetzt. In anderen Ländern, wo viel Stahl vorhanden ist, wird viel mit Stahl gearbeitet. Wir haben die Systeme für alle 3 Varianten, für Holz, Stahl und Aluminium. Wir sind derzeit weltweit das einzige Haus, was eine Passivhaus-Zertifizierung hat vom Passivhaus-Institut in Darmstadt für Holz, Stahl, Aluminium, Glasfassaden und Glasdächer. Unsere Systeme sind geeignet bis zu 2 Grad Dachneigung im Dachbereich. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, 2 Grad ist ja nun wirklich nicht viel. Ist ein geprüftes und getestetes System, was wir auch schon weltweit mehrfach eingesetzt haben. Auch da bin ich gerne zu Rückfragen oder bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn Sie dort Referenzprojekte haben möchten, kann ich Ihnen gerne nennen.
Hier sehen Sie einen kurzen Überblick über unsere Systeme. Auf der linken sehen Sie die verschiedenen Fassaden, Aluminium, Stahl und Holz, gegliedert von oben nach unten. In der Mitte unser Fenstersystem, das heißt Frame Plus, das sind unsere Aluminiumtüren und Aluminiumfenster. Und dann gibt es eben noch für Glasfassaden, was auch ein Redner eben angesprochen hat, was aber in diesem Gebäude auch vorhanden ist. Da haben wir zum Beispiel Fenster drin, die in eine Fassade eingespannt werden können und dann auswärts öffnend sind. Und das heißt bei uns eben Wing. Wir haben im Fensterbereich haben wir Aluminiumfenster, auch mit einem modularen Aufbau. Auch da, das möchte ich nur anreißen, es fängt von einer Bautiefe von 65 mm an, geht aber bis zu 90 mm, ist ein Passivhaus zertifiziertes Aluminiumfenstersystem, was wir auf der Bau diesen Jahr in München präsentiert haben, auch vom Passivhaus Institut in Darmstadt zertifiziert, wo der Aufschnitt, ja, da kommt gleich, das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Da gehe ich mal drüber weg, na, ich muss mal zurück, Entschuldigung, wo Sie den Aufbau von dem 90 WI oder WB, also normales Fenstersystem oder Blockfenster, nochmal im Anschluss sehen können. Wing ist ein System, was für auswärts öffnende Fassaden oder Lüftungselemente gedacht ist. Das heißt, wir haben dort ein Klapp-, Dreh- oder Kippfenster nach auswärts öffnend. Wir haben aber selbstverständlich auch ein Dachfenstersystem, das heißt Wing 105D, was auch für die Dachneigung von 2 Grad getestet und geprüft ist und auch zugelassen ist. Das heißt, wir sind kein Systemhaus und sagen, Sie können Dächer planen mit 2 Grad Dachneigung, aber wenn es dann um eine Belüftung geht, sagen wir, tut uns leid, können wir auch nicht helfen. Nein, selbstverständlich haben wir auch da ein funktionierendes System von Reiko, was Sie dementsprechend als Planer oder als Investor einsetzen können. Wir haben selbstverständlich auch ein Haustürprogramm, das heißt Frame Plus 75, das heißt der Punkt hierbei war, eine sehr hohe Wärmedämmung zu erzielen, große gestalterische Möglichkeiten dem Architekten zur Verfügung zu stellen. Das sind einwärts öffnende Fenster, Türen, 2 einwärts auswärts öffnende Fenster, dann einflügelig, zweiflügelig mit Oberlichter, mit Seitenteil, so wie es eben bekannt ist. Zu schnell? Okay. Dann, Entschuldigung, bei den Haustüren ist es so, dass die Türen, wie Sie auch hier sehen können, einen optimalen Wert von 1,4 darspiegeln, hängt aber dann wirklich mit dem Füllungselement zusammen, was dort eingebracht wird. Wir haben eine Berechnung gemacht bei einer Aluminiumhaustür, die eine Breite von 1,20 m mal 2,30 m hatte, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, mit einer Sandwich-Panel ausgestattet und hatten dort einen Gesamtenergiewert von 0,63. Das heißt, ich bin immer noch zu schnell. Okay, ich gucke mal zwischendurch jetzt nach links und wenn der Daumen nach oben geht, dann gleiche meine Sprache dementsprechend an. Bei den Dämmungen heutzutage gibt es eben verschiedene Varianten. Ich kann mit Sandwich-Panelen arbeiten, ich kann aber auch mit einer Zweifach- oder Dreifachverglasung arbeiten. Besser? Gut. Das heißt, das beeinflusst natürlich den Gesamtwert einer Tür entsprechend positiv oder negativ. Das heißt, dadurch kann ich natürlich auch meine Energiebilanz oder meine Energieeffizienz dementsprechend auswerten, ausgreifen bzw. ausarbeiten. Hier sehen Sie einen kurzen Überblick über die Zertifizierung vom Passivhausinstitut. Im unteren Bereich sehen Sie TM Plus AV, das steht für Aluminiumfassaden, gibt es in 2 Ansichtsbreiten, in 50 und 56 mm, Stahl genauso. Und dann haben wir noch die HV, das ist die Holzserie, die auch hier in Riga eingesetzt wurde von unserem Partner, der das Projekt gleich nochmal präsentieren wird, in 3 verschiedenen Ansichtsbreiten. Hier eine kurze Übersicht bzw. die Zertifizierung für die Passivhausdächer. Das heißt, auch hier kann heutzutage mit Reiko, mit einem System, ein komplettes Passivhaus-zertifiziertes Gebäude gebaut werden in der Fassade und im Dach. Ob Stahl, Holz oder Aluminium, bleibt letztendlich dem Planer oder dem Investor überlassen. Besser? Gut? Okay. Hier sehen Sie nochmal einen kurzen Schnitt der zertifizierten Passivhausfenster. Das heißt, hier haben wir ein normales Fenstersystem mit einem Blendrahmen oder einem Flügel hier. Und selbstverständlich haben wir auch von der gestalterischen
Seite her noch ein anderes System auf den Markt gebracht, das heißt Blockfenster, das heißt, dass die Glasscheibe hinter dem Blendrahmen verschwindet. Ich gehe nochmal zu der Seite zurück, dann sehen Sie den Unterschied. Das heißt, diese Fuge, die zwischen Blendrahmen und Flügel hier zu sehen ist, ist bei einem Blockfenster eben nicht vorhanden. Das heißt, auch da haben wir, ich sag mal, dem Planer oder dem Investor eine gewisse Entscheidungsfreiheit gegeben und können letztendlich dort auch viele Wünsche befriedigen. Jetzt gehe ich mal, das ist, jetzt fangen wir mit ein paar Projekten an. Das heißt, hier mache ich mal einen Durchlauf von verschiedenen REIKO-Projekten, die weltweit umgesetzt wurden. Das ist natürlich nur ein gewisser Ausschnitt. Das heißt, wir als Systemhaus sind natürlich davon abhängig, dass uns unsere Partner und der Verarbeiter letztendlich diese Projektbilder zur Verfügung stellt, die wir dann auch dementsprechend auf unserer Webseite präsentieren, zeigen werden oder zeigen. Hier zum Beispiel ist es ein Pilotprojekt von der Bundesregierung, steht in Berlin, ist eine Aluminium-Reiko-Fassade, ist ein Energie-Plus-Haus, was mehr Energie erzeugt, als es letztendlich benötigt, ist mit unserem Fassadensystem gebaut worden. Das ist das erste Null-Energie-Gebäude in Australien, ist auch eine Aluminium-Fassade, was mit unseren Produkten dort umgesetzt wurde, wo wir einen U-Wert haben bis zu 0,8. Das heißt aber auch da ist natürlich das Glas ein sehr entscheidender Faktor, was für eine Verglasung dort eingesetzt wird. Und letztendlich können wir natürlich dort den Wert von 0,8 noch weit unterschreiten, was wir auch bei dem Projekt in Ventspils gemacht haben. Das ist eine Passivhausschule in Deutschland, in Düsseldorf, um genau zu sein. Ist eine, im mittleren Bereich haben wir eine Aluminiumfassade und das schräg gestellte Gebilde ist eine Holzfassade. Das ist ein Projekt in Österreich, von einem Partner dort gebaut worden. Das ist die Hauptverwaltung von Binderholz. Das ist ein Lieferant für Holzleimbinder, der mit uns sein neues Headquarter gebaut hat, beziehungsweise mit einem Partner von uns gebaut hat, aber unsere Materialien dort Anwendung gefunden haben, wo eine Stahl- und eine Holzfassade eingebaut wurde. Das ist die Internationale Universität in Russland, in Moskau. Sie sehen es an der Dachkonstruktion, das ist ein gewölbtes Dach mit Lüftungsflügeln da drin, ist nicht so anspruchsvoll, aber wenn man mal den Bogen betrachtet, sieht man, dass man im oberen Bereich auch 0 Grad hat. Auch das ist mit Absicherung von unserer Seite, das heißt, wenn unsere Techniker das einmal durchleuchten und angucken und Hinweise geben, letztendlich umsetzbar. Cambridge werden viele kennen aus England, ist eine Holzfassade, die von dem Architekten dort mit unserem System geplant wurde. Das sind, also insgesamt sehen Sie hier 4 Gebäude in China, aber die 3 fast gleich identisch aussehenden Gebäude sind mit unserem Fassaden gemacht worden. Also auch da nicht nur Marmor kommt von China nach Deutschland oder woanders hin, sondern wir liefern auch Materialien nach China, weil auch dort natürlich, da war ich zu schnell, Fassaden benötigt werden, die energiesparend sind. Und diese 3 Gebäude haben eine Höhe von 110 Meter. Und jeweils 110 Meter und ist eine Holzfassade. Das heißt, das ist schon, ich sag mal, eine rechte Herausforderung für ein Systemhaus, so eine Konstruktion als Holzfassade zu liefern. Das ist ein Stahlprojekt in Korea. Das ist eine gewölbte Stahlaufsatzkonstruktion mit unserem System für die Samsung-Universität dort in dem Land. Und auch in Korea machen wir derzeit einige Projekte mit einem Kunden dort vor Ort, der unser System immer wieder einsetzt, weil es eben einfach zu verarbeiten ist. Das ist das Ritz-Carlton Hotel in Moskau, ist eine aufwendige Dachkonstruktion. Passt das? Ja, okay. Eine aufwendige Dachkonstruktion, also nicht nur der Eingangsbereich unten hier, was Sie da sehen können, sondern oben auf dem Dach ist ein Restaurant gebaut worden. Und dieses Restaurant ist eine gewölbte Kuppel, wie man oben sehen kann, und das ist mit unserer Stahlaufsatzkonstruktion gemacht worden. Das ist ein Projekt in Dresden, ist ein Zoo, ist eine Stahlfassade, wo das Dach und die Fassade mit unserem System gemacht wurde. Aber das Gleiche können Sie mit unserem System auch in Aluminium oder in Holz bauen. Das ist letztendlich die Frage, was für Materialien dort eingesetzt werden sollen. Aber hier ist es eben eine Stahlfassade gewesen. Hier haben wir eine geschwungene Fassade für eine Sparkasse in Pforzheim, für eine Bank dort, in Verbindung mit unserem Fenstersystem. Im Anschlussgebäude, in diesem Teil hier, sind unsere Frame-Plus-Fenstersysteme zum Tragen gekommen.
Das ist eine Bank in Oldenburg, die OLB dort, wo wir eine Dachkonstruktion haben, wo wir, ich glaube, eine Dachneigung, wenn ich es auch richtig weiß, von gut 4 Grad haben, wo Lüftungselemente auch von uns eingesetzt wurden mit unserem Partner vor Ort und auch die Fassaden dementsprechend mit Reiko ausgeführt wurden. Mercedes-Benz, habe ich heute gehört, haben Sie schon bei einem Dorma-Partner an der Wand gesehen, wenn ich es... Geht's? Entschuldigung, gut. Schlimmer kann es nicht sein. Auf jeden Fall, wo Sie schon diese Abbildung gesehen haben, wie gesagt, das ist ein sehr futuristisches Gebäude in Deutschland, wo wir sehr stolz drauf sind, hat ein holländischer Architekt damals geplant, Ben van Berkel, wo unsere Stahlaufsatzkonstruktion zum Einsatz gekommen ist. Gleich daneben ist das Porsche-Museum in Stuttgart, wo auch unsere Fassadensysteme eingesetzt wurden, eine Stahlkonstruktion in einer vorderen Bereich und auch in der Dachkonstruktion. Das Radisson Blu in Frankfurt, was direkt an der Autobahn gelegen ist, ist auch eine Stahlfassade und ein Stahldach. Das Jüdische Museum in Berlin, ich gehe da jetzt mal so durch, weil mein Partner möchte auch noch die Möglichkeit haben, ein paar Worte zu sagen. Das Ozeanarium in Stralsund, Caproni-Haus in Düsseldorf, eine Aluminiumfassade und ein Stahldach. Europabad in Karlsruhe. Und die Oper in Kopenhagen, denke ich mal, ist auch vielen ein Begriff, ist auch mit unserem Fassadensystem gemacht worden. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich an den Herrn Slokenberg aus Riga übergebe, der unser Partner wird. Wenn Sie Fragen haben, würde ich sagen, warten wir erstmal ab, bis Herr Slokenberg seine Präsentation zu Ende geführt hat und dann stehen wir Ihnen beide gerne zur Verfügung. Danke.